Herzlich willkommen YouTube zu einer, ich sag mal, neuen Folge oder neuen Serie onlinefußballmanager.de. Wir spielen hier beim OFM, haben, ja, ich habe da eine neue Mannschaft gebildet und wir loggen uns mal ein und machen es mal spannend. Wir haben jetzt, ich glaube, den, ich war nicht 24, den 25. Spieltag. Ich werde ab und zu mal hier eine Folge von bringen. Ich bringe jetzt nicht jeden Tag eine neue Folge, weil das wird sonst zu viel. Und das schaffe ich auch zeitlich gar nicht. Weiche mal ab. So, jetzt sehen wir hier spannende Spielberichte. Ligaspiel gegen Rothausen. Wir sind in der Saison 165. Seit es den OFM gibt, den Online-Fußballmanager, ja. Spieltag 24 war mal so. Wir klicken mal auf spannenden Spielbericht anzeigen. Wir können das mal hier ein bisschen größer machen. Ich glaube, das sieht man sonst nicht. Ups. Falscher Knopf. Ja. So ist es besser, denke ich mal. Ein bisschen zu groß. Ja, so lassen wir es. Ich hoffe, man kann es gut sehen. Drücken wir mal weiter. Erste FC Kielner Straße gegen Rothausen. In der Weber Arena natürlich. 384 Zuschauer. Und da geht es auch schon los. Stärke 37 gegen Stärke 25. 12. Minute die erste Chance durch Franco Ahlmann. Scheitert am Torhüter. 15. Minute gelbe Karte, André von Dambitz. Und dann ist das erste Tor in der 17. Spielminute. Kevin Stöwe mit dem 1-0 Führungstor für den ersten FC Kirner Straße. Und das nächste Tor durch Kevin Stöwe in der 25. Spielminute. Sehr schön. Nächste gelbe Karte für den Gegner. Zweite Halbzeit, nächstes Tor, 49. Spielminute. Erneut Kevin Stöwe mit dem 13-0 Treffer. 65. Spielminute, nächstes Tor durch Kevin Stöwe. Das scheint hier richtig mein, das ist hier mein bester Stürmer. Mittelfeldstürmer ist das natürlich. Haben natürlich 4-0 gewonnen. Sehr schön. Wir gehen mal weiter ins Büro. Das Freundschaftsspiel, das kann man schenken. Die mache ich jetzt eigentlich nur, damit ich Geld verdiene. 20.000 Euro pro Spiel. Da suche ich mal die entsprechenden Spiele raus. Wir gehen mal weiter ins Büro. Ja, da haben wir dieses X-Miss 2018, das machen wir mal zu hier. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht zu sehen. Wir sehen hier, wir machen es nochmal ein bisschen kleiner. Genau. Wir sehen hier unsere Ligaspiele, hier die Friendly-Spiele. Pokalspiele machen wir keine mit, sind wir zu weit unter in der Liga. Fun Cups gibt es auch. Und wir schauen mal uns die Mannschaft an, die ich mir geholt habe. Ich habe mir geholt vom Transfermarkt ein paar billige Spieler. Die waren vorher immer 18 Jahre alt und mit Stärke 2. Ich habe sie jetzt teilweise schon alle hoch auf Stärke 3 hochgeschafft innerhalb weniger Tage. Und die nächsten sind demnächst auch fällig. Wir gucken mal in die Spielerstatistik. Ja, hier sieht man es. Der nächste wird dann aufgewertet am 27. Spieltag. Das sind immer diese. Machen wir es stehen. Ja, Aufwertungstag 0., 9., 18. und 27. Spieltag. Können wir nochmal wegmachen. Also, und hier haben wir noch einen Spieler, der auch nochmal aufgewertet wird, Franco Ahlmann. Ja, bin ich doch gut dabei. So, demnächst werde ich dann auch nochmal das Stadion ausbauen. Weil das ist ja das Wichtigste am Spiel. Man soll am Anfang nicht gleich Spieler holen wie verrückt für viel Geld, nur um in der Liga mithalten zu können. Man soll nämlich hier das Stadion. Das Fokus liegt auf Stadionausbau. Noch habe ich 400 Plätze. Das wird dann ausgebaut auf ja, 1049 Plätze. Und dazu brauche ich natürlich Geld. Da bin ich jetzt mächtig am Sparen. Die Alexa meint auch wieder. Darauf hat sie geantwortet. Auch gut. Ist gerade, was die jetzt wollt.
So, jetzt hier zum Beispiel, die Tribüne wird dann ausgebaut. Zum Beispiel auf, ja, man sollte es über 1000, also auf jeden Fall 1049. So steht es mal im Forum. Da kostet mich das 869.000. Ich könnte jetzt natürlich auch hingehen, könnte mir hier einen Kredit noch für 200.000 Euro holen. Dann könnte es jetzt schon ausbauen. Ich will es doch lieber erstmal auf 1 Million, damit ich das nächste Archivement kriege. Und dann baue ich raus. Ich habe Zeit. Ich brauche nicht jetzt rucki zucki da hoch zu klettern. Können wir mal gucken hier. Liga. Die Tabelle. Hier sind immer die ganzen Spiele am heutigen Spieltag. Und hier haben wir die Tabelle. Man ist eigentlich recht gut dabei. Ja. Fünfte Tabelleplatz, 43 Punkte. Ja. Nächstes ist schon weit weg. Was willst du mehr? Also aufsteigen will ich auf jeden Fall noch nicht. Das ist ganz wichtig. Ich will erstmal ein bisschen Geld verdienen hier unten in der Liga. Und dann Stadion ausbauen. Und dann sehen wir mal weiter. Und dann, ja, sieht man die Tabelle. Sehr schön. Gut. Gehen nochmal ins Büro. Ja, dann kann ich euch mal meine Vereinsseite zeigen, die ich mir gebastelt habe oder abbastle lasse. Ab und zu habe ich mal selbst gemacht. Ja, das war, habe ich mir selbst nicht bauen können. Das hat jemand für mich gemacht. Hier Vereinsfernseher, auch ganz interessant. Ja, so ein paar Spielereihe halt auf meiner Vereinsseite. Und ja, Stadion, Webarena, unsere Trikots, der Teambus und dann hier die Ankündigung, weil ich habe vor, so eine Art Fun Cup zu erstellen, und zwar den YouTube Champions Cup, und da möchte ich dann die Spiele bzw. die Ergebnisse möchte ich hier auf YouTube bekannt geben und das so ein bisschen auf YouTube machen, so ein bisschen hier. Ein Banner von meinem Channel. Hier sieht man ohne die Abgänge, Zugänge vom Verein. Ja. Dann gibt es natürlich auch noch eine Pokalvitrine. Die ist bei mir allerdings noch leer. Da ist noch nicht viel drin. Das sollte ich ändern natürlich. Und ansonsten, ja. Denke ich, war es das hier erstmal für diese Folge. Ich werde es jetzt nicht jeden Tag bringen, ich werde so vielleicht, wenn es hochkommt, ich sage mal einmal, zweimal die Woche werde ich hier mal was bringen. Ich mache da jetzt auch keine Serie draus, ich mache das jetzt, wie ich Bock und launig bin und mit euch dann mal informiere, wie es hier mit meinem Verein weitergeht. Ja, das war, habe ich jetzt geändert, weil Weihnachten ist. Normal ist es ohne diese Dame. Und ja, ich sag mal, wir sehen uns bei der nächsten Folge und dann zeige ich euch, wo wir stehen, ob wir jetzt schon im Stadionausbau sind oder nicht. Gut, und dann ja, lasst mir doch einen Daumen hoch oder Abo, falls euch interessiert, was hier weitergeht mit meinem Verein, und dann ja, sehen wir uns bei der nächsten Folge. Ich sag mal tschüss. Euer Chris, macht's gut.